Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich werde euch wieder mitnehmen durch meinen Alltag. Und dieses Mal wird es ein spezieller Vlog. Wir haben nämlich den 30. April. Das bedeutet, wir sind kurz vor dem georgischen Osterfest. Und ich werde euch jetzt mitnehmen, wie wir unsere Eier färben. Grundsätzlich färbt man die Eier hier in Georgien ausschließlich in Rot. Das basiert auf einer historischen oder biblischen Geschichte. Ja, warum färbt man die rot? Zum einen ist das Ei an sich ein Symbol des Lebens, denn daraus kommt das Küken. Und die rote Farbe symbolisiert das Blut Jesu. Dann gibt es noch eine andere Geschichte. Und zwar spielt diese sich im alten Rom ab, zu Zeiten von Cäsar. Dort kam eine jetzt Heilige, leider weiß ich den Namen nicht mehr, ich glaube Mariam oder Maria kam jedenfalls zu Cäsar und hat über Jesus gesprochen. Und er meinte dann laut der Geschichte, ja, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Sollte das stimmen, dann können sich ja hier diese Eier rot färben. Und was ist passiert? Die Eier haben sich rot gefärbt. Daher wird hier traditionell in Georgien ausschließlich die rote Farbe verwendet. Aber nicht, wie wir das zum Beispiel in Deutschland machen, mit diesen kleinen Eierfärbetabletten, die man, glaube ich, mit Essig und Wasser oder so mischt. Das war schon Jahre her, dass ich das gemacht habe. Sondern man verwendet ein Naturprodukt. Und zwar dieses hier, schaut mal. Schaut mal, das ist Färbercrepe. Das gehört zu der Kategorie der Färbergewächse, Rubiacea. Und damit wurden schon im alten Rom, zum Beispiel die Gewänder, eingefärbt. Das ist eine Wurzel. Wir können das hier mal etwas öffnen. Vielleicht könnt ihr das schon hier, hier sehen. Das Innere ist schon leicht rötlich und wir müssen das jetzt, wir können es brechen oder in kleine Stücke schneiden. Und dann kann man das auf verschiedene Weise zubereiten. Wir kochen das immer nur, so wie es ist, also in kleinen Stücken kochen wir das. Und normalerweise gebe ich auch gleich die Eier schon mit rein und dann kocht das Ganze zusammen. Man kann das aber auch so kochen mit Eierschalen zusammen, den Sud abkühlen lassen und dann die Eier hinzugeben und das Ganze dann wieder zusammen aufkochen. Ich glaube, ich werde es dieses Mal auch so machen, dass ich es erst etwas köcheln lasse und dann die Eier dazu gebe. Aber lasst uns das schon mal in Stücke schneiden. Beziehungsweise wollte ich euch noch was anderes erzählen, denn wir bleiben hier nicht nur bei den Eiern, sondern wir haben ja noch eine andere Speise. Und zwar, jetzt nur hier symbolisch, diesen 870 Gramm schweren georgischen Osterkuchen. Der wird Pascha genannt oder auch Khatispuri. Puri bedeutet Brot und Khati sind die Kirchenikonen oder Bilder, wo dieser Kuchen ja symbolisch für gedacht ist. Man kann auch oben noch zum Beispiel eine Kerze reinstecken. Ich habe mir jetzt extra diesen mit Schokolade ausgesucht, weil ich den ehrlich gesagt nicht so gerne esse, muss ich sagen. Das ist nicht mein Lieblingskuchen. Das ist mehr so ein hefiger Kuchen, also wie so ein typisches Osterbrot. Allerdings ist da noch Joghurt mit drin, aber vor allen Dingen, was halt ausschlaggebend ist, Muskat und Kardamom. An sich mag ich das als Gewürz für würzige Speisen, aber nicht im Kuchen. Und Rosinen sind da auch noch drin. Also alles so Zutaten, die in Kombination wirklich nicht so toll für mich sind. Zum Beispiel finde ich Christstollen ganz schrecklich.
Oder dieses Weihnachtsbrot, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit den kandierten Früchten drin. Das ist wirklich Horror für mich. Aber gut, lass uns jetzt den Färberkrepp schneiden. Übrigens reicht ein so ein Bündel für ungefähr 10 Eier aus. Ich werde jetzt auch nur eins deswegen verwenden. So, ich habe mich entschieden, doch beide Bündel zu kochen, denn wir können den Sud dann nämlich nochmal verwenden, um weitere Eier zu machen. Wir haben jetzt hier nämlich 15 Stück und wie gesagt, ein Bündel reicht für 10, aber nicht für 15, 20 haben wir nicht. Deswegen behalte ich den Sud und koche dann nochmal extra. Ich gebe das jetzt hier in den Topf, da ist schon ein bisschen Wasser drin. Ihr seht auch beim Schneiden werden die Hände dann schon gelblich, rötlich, so. Je nachdem, die sind nicht alle gleich eingefärbt. Also bei manchen habt ihr wirklich so orange-rote Spuren, bei anderen nur gelblicher. Naja, jedenfalls koche ich das jetzt in wenig Wasser. Dann werde ich es mit kaltem Wasser mischen und weiter abkühlen lassen und dann einfach die Eier dazugeben. Ich habe ganz normal die weißen genommen. Ihr könnt auch braune nehmen, aber die weißen, finde ich, färben am besten sich ein. Ja, wir werden übrigens auch noch selber einen Paskakuchen backen. Da kann ich euch auch gerne mitnehmen. Aber jetzt färben wir erstmal nur die Eier und ich zeige euch gleich das Resultat vom Sud. So sieht das Ganze jetzt nach 5 Minuten Kochen aus, also schon ziemlich rot, aber wir lassen es noch ein Weilchen kochen, vielleicht noch mal weitere 10 Minuten oder so, müssen wir gleich mal schauen. So sieht das Ganze jetzt nach ungefähr 15 Minuten Kochen aus. Ich fülle jetzt hier ein bisschen kaltes Wasser dazu, einfach damit das Ganze schneller abkühlt. Ich zeige euch dann gleich, wie viel Wasser ich reingegeben habe und dann geben wir gemeinsam die Eier rein. Er ist immer noch etwas heiß, aber geben wir mal vorsichtig ein Ei hinein. Also es ist natürlich mit kaltem Wasser gemischt und die Eier Raumtemperatur. Minimal Wasser muss noch drauf. Leider sind nicht alle bedeckt. So würde ich das jetzt lassen und einfach nochmal im Verlaufe des Kochprozesses was hinzufügen. Ich werde die jetzt ganz normal so 8 bis 10 Minuten kochen, bis die halt durch sind. Ihr könnt die natürlich auch noch ein bisschen jetzt in dem Wasser erstmal ziehen lassen, wenn ihr möchtet. Ihr seht schon, die nehmen schon so eine leichte Orangenote an und damit es halt so ein kräftigeres Rot wird, könnt ihr die einfach ein paar Minütchen einfach so stehen lassen, bevor ihr die kocht. Ich zeige euch dann natürlich das Endresultat. So, das ist jetzt unser Resultat. 3 Stück, die habe ich hier schon an die Seite gelegt, sind leider kaputt gebrochen. Das ist ein bisschen schade, aber natürlich kann man die trotzdem essen. Diese werde ich jetzt noch mit Öl einreiben, also ganz normal mit Öl und einer Serviette oder einem kleinen Tuch, einfach damit die ein bisschen glänzen. Leider sind sie nicht so schön, ja, dunkelrot geworden. Das liegt doch an den Eiern, weil ihr seht ja, manche wie dieses zum Beispiel sind richtig toll geworden, wohingegen andere ja irgendwie gar nicht die Farbe angenommen haben, fast noch weiß sind. Ja, muss man gucken, vielleicht wären braune Eier schöner geworden, weil die einfach schon eine dunkle Grundfarbe haben. Aber naja, dieses Mal haben wir es halt so gemacht. Ich finde, sie sind schön geworden
Und im Vergleich zum letzten Jahr ist auch wenig kaputt gegangen. Ja, die Eier sind noch etwas heiß und es geht auch etwas Farbe ab. Deswegen möchte ich die nicht so richtig berühren. Wir tun die gleich in dieses schöne Glaskörbchen. Das haben wir kürzlich geschenkt bekommen. Ich denke, das wird ganz schön aussehen. Ich hätte ja gerne noch so Äste. Es gibt hier zum Beispiel Buchsbaumäste oder Weidenkätzchen. Hätte ich gerne gehabt, um die noch so ein bisschen da drumherum zu dekorieren. Aber leider haben wir die nicht bekommen. Ja, hätten wir vielleicht früher kaufen sollen, aber dann wären sie halt ja schon vertrocknet gewesen. Also dann geht es halt auch ohne. Ich zeige euch gleich, wie es am Ende aussieht. Ja, schaut mal, wie schön das geworden ist in diesem, ja, Glaskörbchen. Natürlich ist das Schönste aller Eier kaputt gegangen. Ist natürlich vorne rausgefallen. Also, ja, traurig. Aber es ist irgendwie jedes Jahr bei uns so ein Eierdesaster, weil sie einfach nicht färben. Ganz am Anfang, als ich in Georgien angefangen habe, Eier zu färben, vor ungefähr 8, 9 Jahren, würde ich jetzt sagen, vielleicht eher 8, da waren die so richtig rot und komplett schön, ohne Flecken und gleichmäßig. Und je weiter die Jahre fortschreiten, desto schlimmer wird es irgendwie. Ich denke, es liegt an den Eiern selbst, an dem Alter der Eier, wie viel Kalzium wirklich sich gebildet hat, ob das Huhn zum ersten Mal Eier legt oder ob das schon ein erfahrenes Huhn ist, was die zu fressen kriegen, aber auch an dieser Qualität der Wurzeln. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ganz oft, wenn ihr das an den Händen habt, der Unterschied zwischen eher so gelblich-orange Farbe ist und schon deutlich roter Farbe. Und ich denke, wenn ihr etwas nehmt, was schon von Anfang an rot ist, wird das Resultat besser. Also man kann hier auch in so kleinen Plastiktöpfchen, ich denke mal, das ist einfach die gleiche gemahlene Wurzel kaufen. Und auch da unterscheidet sich schon das Pulver in der Farbintensität. Also wir werden nächstes Jahr darauf achten, dass wir ein besseres ja, entweder Pulver kriegen oder einfach bessere Wurzeln. Und ansonsten werde ich echt so Eierfärbetabletten nehmen, dass es halt so ein schöner Ton ist. Aber ich bin ganz zufrieden. Wir können die leider heute nicht essen. Heute ist noch Fastentag. Da kann man halt keine Milchprodukte oder tierischen Produkte wie Eier, Fleisch, Fisch zu sich nehmen. Und für die, die ganz extrem diese Fastenzeit jetzt angehen, gerade in dieser Woche, ist halt wirklich auch ohne Öl, ohne überhaupt verschiedene Nahrungsmittel, das heißt nur Wasser und Brot. Mein Mann macht das zum Beispiel, der hat die ganze Woche nur Wasser und Brot zu sich genommen. Ich habe andere Sachen noch gegessen, aber halt eben auch passend zu der Fastenzeit. Ja, und Sonntag, also übermorgen, werden wir die Eier dann genießen und auch diesen leckeren Paskakuchen. 870 Gramm. Ich bin gespannt, wie lange der reicht. Vielleicht 2 Tage, wenn man realistisch ist. Also ich meine, viele würden jetzt vielleicht sagen, ach, ich esse da nur so ein ganz kleines Scheibchen von, der reicht für mich eine Woche. Aber nein, das ist, wenn so viel ist, das auch nicht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, da isst man schon mal ein Stück zum Kaffee und zwar so ein fettes Stück am besten, wahrscheinlich morgens noch zwischendurch. Also ich glaube nicht, dass der für mich alleine länger als 2 Tage reichen würde. Ja, mein Mann isst den ja auch mit, also mal gucken, wenn der gut ist, was ich nicht erwarte, aber dann kaufen wir uns noch andere. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Einblick gefallen. Ich werde euch natürlich weiterhin mitnehmen. So, jetzt wollen wir doch mal ein leckeres Ei probieren. Aber wir öffnen das nicht ganz normal, das wäre ja langweilig, sondern hier in Georgien gibt es die Tradition des Ei-Duells. Jeder bekommt ein Ei in die Hand nach Wahl. Der eine hält es unten und der andere
kommt von oben Spitze auf Spitze und man kämpft gegeneinander. Und dessen Ei zerbricht, derjenige muss es dann dem anderen geben. Jetzt kriege ich gerade Unterstützung. Ich bin oben. Oh nein. Ich habe verloren. Mein Mann wird gleich dieses Ei essen. Ja, wir können es trotzdem natürlich pellen. Mal kurz nachhelfen. Ja, das kann er machen. Aber schneiden wir jetzt den Paskakuchen an. Da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf, den endlich zu essen. Der sieht so gut aus. Wobei, ich habe ja gesagt, das ist nicht mein Lieblingskuchen, aber angeblich soll der süß sein und nicht so komisch rotig. Ah, der kommt noch an diesem von Papier. Wo macht man das auf? Der riecht schon extremst nach Kardamom. Okay, das ist hier ein Geschmier. Oh, seht ihr, das ist dieses typische Brot und Rosinen. Gut, ich werde einfach mal ein kleines Stück hier heraustrennen. Oh nein, ich glaube, da sind noch andere Früchte drin. Ja. Ja, da habe ich von meinem kandierten Fruchtalbtraum erzählt. Wie bei dem Stollen. Oh je. Aber ich werde es natürlich probieren. Ein kleines, mutiges Stück. Also. Wohlbekommens mit kandierten Fruchtstück. Nein, es ist wirklich okay. Kann man machen? Würde ich es mir kaufen? Nein. Ich mag wirklich so ja Kuchen und nicht so was Krümeliges. Ihr seht das hier. Das ist, was ihr wirklich bekommt. Ein Krümelkuchen, der nach Muskat und Kardamom schmeckt. Aber wenigstens halt Schokolade da. Das ist halt mehr so ein ja, Frühstückskuchen, würde ich sagen. Ja, ich denke, mein Mann darf jetzt auch mal ein Stück haben und sein Ei. Ja, frohe Ostern, falls ihr georgisches Osterfest feiert. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon eine dieser Traditionen kanntet mit den Eiern färben oder der Eierschlacht. Oder den Paskakuchen, vielleicht habt ihr den ja sogar selber schon mal gemacht. Ja, lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!